Hallo und herzlich willkommen bei Schäffer Automobile, Ihr EU-Neuwagenpartner in Bielefeld. Heute mal wieder mit einem klassischen Video, wie wir es kennen, mit einem EU-Reimport. Wir haben hier heute den neuen T7, ein ganz, ganz frisches Auto, hier in der Erstausstattung, das heißt einmal volle Hütte. Bei dem Auto handelt es sich um den neuen 1,4er TSI 150 PS Motor mit dem Plug-in-Hybrid. Deswegen hier hinter mir auch direkt die Klappe für den Stromanschluss. Wie gesagt, das Energetic Sondermodell, das heißt Erstausstattung bei uns im Haus. Das heißt, wir haben hier wirklich einmal das volle Paket. Wir haben die Matrix-LED-Scheinwerfer, wir haben die 360-Grad-Kamera, Spiegel vorne und hinten, die 18-Zoll-Felgen, wir haben das Panorama-Glasdach, DCC-Fahrwerk, Standheizung, schwenkbare Anhängerkupplung, elektrische Heckklappe, einmal volle Düse, wie wir so schön sagen. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit einem schönen Porn, denn das Design vom T7 ist ja ein bisschen kontrovers diskutiert. Uns gefällt es eigentlich mittlerweile ganz gut. Wir haben das Auto jetzt schon 2 Tage hier am Lager, hatten auch schon diverse Interessenten dafür, also es scheint ein reges Interesse da zu sein. Vorne neue Lichtleiste wie beim Golf 8 oder beim Tiguan Allspace beim Facelift, die durchgehende Lichtleiste, das heißt, wir haben die LED-Lichter auch hier vorne um das VW-Symbol drumherum. Dann geht es hier direkt weiter bei dem Energetic Sondermodell mit den schwarzen Spiegelkappen, passend hier zu den Fensterleisten und zu den dunkel getönten Privacy-Scheiben im Fond. Wir haben bei dem Auto das Cassie-Paket mit dabei. Beim neuen T7 ist es sogar wie bei den großen Pionieren der Technik Tesla, dass wenn ich mich mit dem Schlüssel näher, sich das Fahrzeug schon öffnet. Das heißt, ich muss gar nicht mit der Hand rein, sondern es reicht einfach, dass ich aufs Fahrzeug zugehe und dass das Fahrzeug weiß, ich bin mit dem Schlüssel in der Nähe. Dann machen wir mal die Tür auf, gewohnt, schöne große Tür, wie wir es vom Bulli kennen. Wir haben hier in der Tür direkt alle Steuermöglichkeiten. Wir haben hier die elektrische Heckklappe zu öffnen. Tankdeckel, hier oben die Kindersicherung, natürlich wichtig, weil in den meisten Fällen wird es ja ein Familienauto sein. Und dann die elektrischen Fenster für vorn und hinten. Dann setze ich mich mal rein. Was hier direkt auffällt, das neue Interieur, wie beim Golf 8 oder jetzt generell bei den neuen Volkswagen-Modellen. Ich habe den TFT-Display hier vorne, wo dann meine Verkehrszeichenerkennung, mein Totwinkelassistent, mein Spurhalteassistent und mein Abstandstempomat mir angezeigt wird. Denn auch das haben wir hier alles mit an Bord. Und in der Mitte den großen Display, können wir auch gerne mal kurz aktivieren, wo ich dann das Discover Media Pro System habe. Also nicht das kleine, sondern wir haben hier wirklich das große Navigationssystem mit dabei, wo die Kartenupdates over the air aufgespielt werden, wo ich keine SD-Karte kaufen muss oder sonstiges. Hier unten gleich das Symbol für die Standheizung, denn auch die ist hier bei uns natürlich wieder mit an Bord. Ich habe die Timer-Funktion über das Navigationssystem oder über das Info-Entertainment-System und natürlich auch, ich habe den Schlüssel hier dabei, den klassischen Standheizungsschlüssel, wie man ihn aus allen anderen VW-Modellen kennt. Eine weitere Besonderheit hier, wir haben hier induktives Laden für Smartphone. Wir haben hier unten so eine kleine Schale, da kann ich mein Handy mit reinlegen. Passt auch super. Dann haben wir hier natürlich die Cupholder, auch für Fahrer und Beifahrer. Genügend Cupholder natürlich gleich auch nochmal hinten im Fond, da werden wir aber nochmal drauf zu sprechen kommen. Besonderheit bei dem Fahrzeug eben schon kurz angesprochen, wenn ich hier aufs Parkmenü gehe und dann hier auf die Einparkhilfe startet er die 360-Grad-Kamera. Wir haben sowohl die Kamera hinten als auch eine Kamera vorne und in den beiden Spiegeln. Links ist jetzt hier schwarz, weil die Fahrertür halt offen ist. Wenn ich die schließen würde, würde man hier natürlich auch super raussehen können. Alles andere ist eigentlich bekannt aus den VWs. Deswegen würde ich jetzt hier gar nicht so viel Zeit drauf verschwenden, sondern würde einfach mal direkt
hinten in Vorsteigen, denn da ist, wo hier im T7 die ganze Musik spielt. Bei dem Fahrzeug haben wir teilweise elektrische Türen, das heißt, wir haben die Zuziehhilfe, sowohl hier hinten zur Befestigung, als auch wenn ich die schließe, dass sie sich dann vorne ranzieht. Hier hinten das große Panorama-Glasdach, machen wir gleich nochmal ein kleines Bild rein, dass man es besser sieht. Dann die variablen Sitze inklusive Sitzheizung. Wir haben auf jedem Sitz im Fond Sitzheizung, was natürlich auch super cool ist. Wie man sieht, es regnet ein bisschen, deswegen beeilen wir uns ein klein wenig. Wir haben Isofix an allen Sitzen. Wir haben hier die Möglichkeit, einmal den Sitz zu klappen, ganz klassisch, wie ich es kenne. Dann haben wir hier hinten die Armlehne. Noch einmal kurz hier den Sitz. Kommt wieder hoch. Wir haben hier auch die Möglichkeit, die Sitzlehne zu verstellen. Das heißt, ich kann weiter nach hinten oder aufrechter sitzen, je nachdem, wie es mir gefällt. Dann kann ich hier vorne die Sitzfläche hochklappen. Habe hier unten noch mal ein kleines Staufach, wo ich noch diverserlei Spielzeug für die Kinder reintun kann oder Sachen, die halt keiner finden soll. Hier vorne den Bügel, wie man es kennt, damit ich den Sitz verschieben kann. Und halt über die Lasche hinten am Sitz, da ist eine kleine rote Lasche, kann ich den Sitz rausheben. Das haben die hier deutlich besser gemacht als beim T6. Die Sitze sind nämlich wesentlich leichter, sodass man auch einfacher alleine die Sitze rausheben kann. Wir haben natürlich, wie man es kennt, die Tische. Hier bei unserem T7 die Besonderheit, wir haben nicht nur die Tische an den Vordersitzen, sondern wir haben auch den großen Tisch in der Mitte. Das heißt, wir können hier oben auf Push drücken, dann fährt das aus und dann habe ich hier die Möglichkeit, links und rechts ganz entspannt nochmal einen größeren Tisch auszuklappen. Ist für die Kinder natürlich super zum Malen, zum Essen, zum Spielen, sonst natürlich auch das iPad draufstellen, das Handy draufstellen oder wenn ich mit mehreren Freunden in den Skiurlaub fahre und jemand muss noch arbeiten, Laptop draufstellen, schnell noch ein paar E-Mails schreiben, alles kein Problem. So, dann fahren wir das Ganze mal wieder runter. Wie gesagt, der Sitz komplett variabel. Das heißt, ich kann den nach vorne schieben für den besseren Einstieg in die dritte Reihe. Auch in der dritten Reihe im Fond haben wir komplett Sitzheizung und können alle Sitze umklappen, rausnehmen, verschieben. Das ist wirklich super variabel gemacht. Selbst die Armlehnen, wir haben hier vorne die Captain Chairs Armlehnen in der ersten Sitzreihe im Fond, kann man rausnehmen. Das heißt, ich könnte den Tisch rausnehmen und den mittleren Sitz aus der hinteren Reihe in die vordere Reihe schieben. Auch das wäre kein Problem. Dann schließen wir das Ganze mal hier, wie gesagt, die Zuziehhilfe, dass ich nicht ganz so doll reißen muss. Tankdeckel, wie gesagt, ist ein Benziner, ein 1,4er, 150 PS, lässt sich über die Fahrertür oder über den Schalter in der Fahrertür öffnen. Dann kommen wir zum wichtigen Aspekt, würde ich sagen, die Heckklappe. Hier automatisch, komplett automatisch, Rückfahrkamera mit drin und bei dem Auto natürlich super praktisch, bei so einer großen, schweren Heckklappe, dass die wirklich vollautomatisch ist. Wir haben hier eine kleine Kofferraumablage, hier kann ich nochmal 20 Kilo maximal oben drauf laden. Sonst kann ich die natürlich auch rausnehmen und kann höher laden. Die Sitze, wie bereits angesprochen, sind variabel, das heißt, ich kann die weiter nach vorne schieben, wenn ich größere Sachen laden muss. Oder wenn ich sage, ich fahre jetzt nur zu sechst und will meine Skier und mein Snowboard mitnehmen, nehme ich den siebten Sitz raus, habe dann hier eine lange Fläche, um auch längere Sachen relativ einfach zu laden. Bei dem Auto auch super praktisch, schwenkbare Anhängerkupplung. Das heißt, egal ob Fahrradträger, Fahrradanhänger, Wohnwagen oder sonstige Sachen, kann ich hier super einfach mit transportieren. Wir haben hier hinten einmal den Schalter, dann klappt die Anhängerkupplung hier unten schon raus. Ich ziehe sie einfach nur einmal bis ganz oben, eingerastet, fertig. Stecker hier schon direkt mit dabei. Das heißt, da ein relativ einfacher und entspannter Anschluss für alle Stecker. Genau, soweit erstmal hier hinten zum Kofferraum. Wir haben hier natürlich noch die beiden Ladekabel mit dabei. Bei uns gibt es zwei Ladekabel zu dem Auto mit dazu. Einmal das klassische für die Haushaltssteckdose und dann das für die öffentlichen Charger in der Stadt. Praktisch, wir haben hier direkt bei uns eine Wallbox installiert, womit wir dann auch das Fahrzeug problemlos laden können. Dauert so 3 Stunden, bis das Fahrzeug wirklich komplett voll ist. Voll elektrische Reichweite sind
angegeben von VW mit 51 Kilometern. Verbrauch liegt bei 1,8 Liter, wenn man diese Elektro-Benzin-Lösung wirklich zu 100% nutzt. Wenn ich zu Hause an der normalen Steckdose lade, brauche ich so 5 Stunden 40, bis das Fahrzeug vollgeladen ist. Und das klappt aber eigentlich wirklich reibungslos, auch kinderleicht, einfach reinstecken. Sie haben dann so einen großen Adapter, wo das alles nochmal gezeigt wird. Dann kann ich hier über den Knopf natürlich die Heckklappe schließen, kann ich auch über den Schlüssel machen, kann ich auch über den Knopf in der Tür machen, wie man es aus allen anderen VW-Modellen auch kennt. Wie Sie schon gesehen haben, wir haben die Schiebetüren auf beiden Seiten, das heißt nicht nur rechts, sondern auch links. Das heißt, auch hier hätte ich nochmal die Möglichkeit, relativ einfach an alles dran zu kommen. Wie auf der anderen Seite auch, Sitzheizung, super variabler Sitz. Und ja, für uns ein super, super Familienauto. Wendekreis bei dem Auto deutlich kleiner, deutlich besser als beim T6. Echt ein klasse Auto geworden. Die Sitze vorne haben natürlich auch Captain Chair Armlehnen, Sitzheizung, Lordosenstütze, höhenverstellbar, nach vorne und nach hinten verschiebbar. Also alles mit dabei, was man sich wünscht. Wenn Interesse an dem Fahrzeug besteht, sehr gerne melden. Wir haben noch ein zweites Fahrzeug, was jetzt auf dem Weg zu uns ist. Das heißt, das ist genau gleich ausgestattet. Fahrzeug kostet bei uns 71.990 Euro. Sofort verfügbar, ganz wichtig, Papiere bei uns, alles im Haus. Das heißt, wenn Sie kommen, direkt zulassen, mitnehmen, glücklich sein, nach Hause fahren. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Chefautomobile. Ciao und auf.